So, jetzt sind wir hier an der Stelle, wo wir zweispurig ausbauen müssen. Ich denke mal, da kommt da hinten schon wieder ein zweiter Zug, der mit irgendwelchen Flüssigkeiten unterwegs ist, auf Rohöl oder so. Und ja, das ist dann sozusagen der zweite, der da lang muss. Das heißt, macht keinen Sinn, wenn es einspurig ist. Nach dem Logo bauen wir das mal um, ne? So, dann wollen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Aber es sieht jetzt hier schon so wieder so schwierig aus, ne? Guck mal, das habe ich mir schon gedacht. Hier haben wir irgendwie was gebaut, was nicht so prickelnd ist, glaube. Lass mal den Zug da vorbeifahren. Und ich glaube, dann reißen wir das hier mal gerade erst ab. Bau nicht möglich, ist klar. Und da ist das X, du glaubst es doch gar nicht, oder? So, jetzt müssen wir schauen, wie wir das hier hinkriegen, ne? Also der ist jetzt schon mal weg. Ich würde jetzt erstmal hier abreißen. So, dann ziehen wir schnellstens die Strecke hier parallel nebenher, oder? Bau nicht möglich. Warum ist der Bau nicht möglich? Was ist das denn jetzt für ein Problem, bitteschön? Aha. So, jetzt ist der Bau möglich, ne? Ja. So, und dann haben wir das gleiche in Grün nochmal hier. Da wird es hier einspurig, das reißen wir auch schnell weg. Weil das soll auch zweispurig weitergehen dann schon. So, das sieht doch schick aus, oder? Und hier ist sowieso kein Problem, oder? Sollte nicht so sein. Jetzt müssen wir gerade noch nach Signalen gerade schauen. Da ist eins. Da haben wir auch welche. Und machen wir da auch noch welche. Hier fehlen dann auch noch welche. Und wenn wir schon welche machen, dann ist der jetzt dann stehen geblieben. Da geht doch alles, oder? Was ist das für ein Zug? Ach, der steht vollkommen falsch da. Ah, das ist aber teuer hier. Ist die Zahl jetzt gerade die Kratzer an der Lok gewesen oder was? Was ist mit dem Zug? Dreh mal einmal bitte um und fahr in die Richtung und such dir dein Drehziel wieder aus. Irgendwas ist hier nämlich falsch gelaufen, ich weiß aber nicht was. Egal, fahr. So, er kommt jetzt hier reingefahren und wie viel kriegt er hier mit? Oh, 66 sind es dann doch schon. Aber hier Transport gleich 0, das ist komisch, oder? Noch mal schneller, da kommt der Zug. Wächst das jetzt? Ich will es hoffen, ne? Voll ist er nicht. Aber eine geile Animation war das, die sieht ja schick aus. Die Bretter sind hier auch ein klein bisschen das Problem, ne? Eisen nicht. Eisen ist hier unmass. Wo kamen die Bretter weg? Von Hallandorf. Ja, das ist ja ganz weit weg. Kettemers Mühle war hier. Und die Sägen sind da. So, warte, das haben wir jetzt falsch gemacht. Lieferanten, mehr Abnehmer müssen wir haben. Wer waren das jetzt? Binnen? Ja, Winde.
So, wer kriegt jetzt von denen hier was? Das Holz kommt von da. Okay, das haben wir ja schon geklärt. Das läuft. Und Transport ist auch 100%. Aber hier, Versand und Produktion, obwohl, das ist schon stark gestiegen jetzt. Das Holz kommt ja dann von hier, ne? Und der Zug, wo ist der? Ah, der ist gerade hier und bringt was. Ja. Ah, 1%, das hat sich tatsächlich geändert. Weiß nicht, ob es jetzt noch besser wird, könnte natürlich sein, ne? War das hier schon immer halb? Weiß ich nicht. So, vielleicht wird das jetzt hier auch besser. 100 hat er. Es war ja noch nicht mal 0, also ist das eigentlich gut. Und das muss ich jetzt hier verstärken. Ich denke mal, das ist gut so. Jetzt müssen wir nur weiter gucken, wie wir da weiterkommen, ne? Was fehlt denn, wenn hier das Holz wäre, würde fehlen? Und Lieferanten mit Holz ist Gieselnhorst, das haben wir ja angeschlossen. Hallandorf ist am anderen Karte, Schemmers. Okay, das wäre hier. Straße gibt's schon dahin, ne? Warte mal, der LKW-Verkehr geht hier rum. Und diese LKWs, die hier sind, die können auch alles mitnehmen, ne, oder? Alle Güter war doch irgendwo hier, ne? Ja, die können alle Güter. Vielleicht sollten die mal die Bretter mitnehmen nach hier hin. Der Zug kann doch auch alle Güter, oder? Steht das? Ne, da steht's nicht. Der kann nicht alle Güter. Okay, schade. Das wäre ihr Preis gewesen dann, ne? Obwohl, dann noch ein Zug da drauf und der bringt die Holzgeschichte rüber. Wäre eine Option, ne? Hm. Wäre eine Option. Dann würde die Produktion hier sich steigern, oder? Oh, jetzt steht hier schon 26%. Ja, müssen wir gucken. Wie viel liegt auf dem Bahndamm? 32. Bahndamm ist gut, Bahnhof. Und die würden definitiv ja hier mehr Geld machen dann auch, ne? Weil der fährt ja Minus ein. Und der fährt irgendwie Öl? Wie kommt das Öl hier hin? Auch geil, oder? Haben wir jetzt gar nicht mitgerechnet, ne? Dann nimmt er hier weg. Ne, hier muss es liegen. Ist aber gerade nichts da, ne? Ja, das ist schon interessant. Machen wir gerade schneller. Bringt der das mit? Ne, der bringt nur Zahnräder mit. Die werden von alleine weniger, weil zu viele sind, oder? Schlechter Zustand, okay. Jetzt hat schon LKW was abgeholt. Ah, hier ist nicht genug Platz dann, ne? Konfigurier den mal. Lagerhaus, oder? Großes Frachtgebäude. Zack. Jetzt dürfte doch da nichts weglaufen, oder? Die sind tatsächlich auch schon alle, ne? So, hier wird schön produziert, aber ein Level-Up gab es da wohl noch nicht, ne? Okay, der bringt das Rohöl. Oder ist es kein Rohöl? Doch, ist Rohöl. Fährt aber so wieder weg, ne? Ja. Hier liegen nur 11 Zahnräder. Wo ist der andere Zug jetzt? Okay, 61. Wie sieht's hier aus? Aber jetzt liegt hier auch Holz.
Ach so, der andere Zug war nicht da, okay. Das läuft relativ gut, 38%. Ich bin gespannt. Jetzt geht hier mir mal was hoch. 69%, also nicht verkehrt. Ich glaube, das wächst bald. Okay, da müssen wir noch drüber nachdenken dann. Der bringt jetzt 70 Bretter hier mit. Wir sind dann hier drin, 124, 70, das waren also noch 50, die über waren. Das heißt, die Produktion wird, oh, jetzt ist hier 89, jetzt wird es wachsen. Da gibt es demnächst ein Level Up. Dann müssen wir gucken, wenn der Level Up da ist, wie es dann aussieht. Aber ich glaube, wir machen das da hinten mit dem Zug noch. Aber dafür müssen wir hier, glaube ich, auch wieder ein zweites Gleis machen. Dass die hier reinfahren können zu zweit. So passt das dann schon, ne? Aber hier gibt es gar kein Signal, das machen wir besser auch. Okay, und dann bauen wir hier schnell auch noch ein Gleis hin, weil das ist ja auch nur eingleisig hier. Dann passt das nämlich auch besser. Signale. Und da sind welche, ne? Da hat er mir aber was falsch gebaut. Komm, das lösen wir so, indem wir diese Weiche umschaltbar machen. Dann ist das so falsch gelaufen, ne? Ist aber nicht schlimm. Lassen wir jetzt so. Gut, das heißt, kann hier Gleise gewechselt werden? Ja, kann es. Sieht zwar komisch aus, geht aber. Lang genug ist der Bahnhof. Das heißt, es müsste jetzt noch ein Zug kommen. Fahrzeug kaufen. Ja, dieses Fahrzeug mit Holz. Wagen. Mach mal so. Kaufen wir. Der kriegt eine neue Linie, die dann von hier nach da hinten ist. Passt. Und dann sollten die ja. Hier, die sollten dann die Linie 81 soll demnächst hier lang fahren. Ne, da. Gebäude. LKW-Station. Machen wir dahin. Linie verwalten. Schemmerhofer Abzweig am Bahnhof. Schemmerhofer Abzweig war hier, ne? Ne, am Bahnhof ist hier. Vom Bahnhof dann hinzufügen den Halter. Und dann sollten die eigentlich jetzt passend hier was mitnehmen können. So, jetzt die Frage, ob da was ankommt. Angeschlossen ist es. Jetzt müsste hier nur Holz passieren. Ah, das kommt wahrscheinlich, weil keine Dingens angeliefert sind. Keine. Okay, der ist vielleicht nicht an der richtigen Stelle, ne? Der auch nicht. 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 Crossbruder. So, welcher ist denn da in der Nähe? Kosboda ist schon tatsächlich wohl der nächste, ne? Ja. Und der hat keinen Anschluss dahin. Aber wir können von dem hier weiterbauen.
gehen dann durch den Berg. Straße, Landstraße, den. Wie geht das denn hier so am besten? So. Tunnel machen wir mal so. Der war schon zu hoch, das passt dann. Dann machen wir den mal hier so hin. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Und von da aus gehen wir dann durch den Berg durch. Hier dran. Zack, fertig. Und dann kann der, wo ist er jetzt? Kriegt jetzt hier links ein Gebäude. Gut. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir ein LKW-Depot haben. Ist das eins? Straßendepot. Fahrzeugmanager passt. Und er bringt die 5 neue Linie. Von da nach da. Fertig, läuft. Hier ist jetzt aber noch nichts, ne? Ne, leider nicht. Aber wird kommen, ne? Die 5 sind schon unterwegs hier. Produziert hier schon wer? Ja, sieht gerade noch nicht so aus, ne? Aber doch, hier geht was. 5. Produktion 400. Liegt aber noch nichts da. 9er. Das sind mal 10er Pakete, die darüber wandern vielleicht. Ich weiß nicht. Ah, jetzt ist es da. Ein Holz. Wunderbar, dann steht die Linie, sonst wird da kein Holz kommen. Dann haben wir das auch geschafft. Ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Oh, schon gewachsen hier. Seht ihr das?